Willkommen zurück, Fahrstuhl, Musik, ich soll nicht singen, egal. Guten Tag, Herr Cocaine. Wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben uns ja in der ersten Runde gar nicht so schlecht geschlagen, wie ich finde. Ich meine, so ein kleines Explosionchen, ne? Da ein bisschen will schon Verlust gibt's immer. Ja, na. Das ist nun mal so im Bombenentschärfungsgeschäft, da ist das so. Ihr fragt euch sicher, warum macht der Minyas die Bombe und der Cocaine macht den Manual, weil er viel besser in solchen Sachen ist. Außerdem habe ich keinen Bock auf bombmanual.com zu suchen. ja. So muss, nee. Muss das SWAT-Team nur zu einem von uns gehen. Genau. Das ist ja auch für eine Anfahrt. Staatskosten sollen ja auch niedrig gehalten werden. Egal. wir haben das letzte Mal, sind wir ja explodiert und wir müssen immer noch Double Your Money machen mit 6 Modulen, 3 Strikes. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Bombe entschärfen. Los geht's. Ist dunkel und loading. Und das, der Bildschirm ist immer noch für meine Augen. Bestimmt. Also, nur nochmal zum Verständnis für die Leute. Also, ich sehe nicht, was Minyas macht. Genau. Beziehungsweise es geht los. Was er sieht. Okay. Wir fangen direkt an mit Kabelmanagement. Und zwar. Okay, wie viele Kabel hast du? Ich habe 4 Kabel. 4 Kabel. Hast du ein rotes Kabel? Nein. Hast du ein gelbes Kabel? Auch nicht. Hast du ein blaues Kabel? Ja, 1. Genau 1. Ja. Dann das erste Kabel bitte durchschneiden. Ja, richtig. Nochmal okay, Kabelmanagement. Okay, wie viele Kabel? 5 Kabel. 5 Kabel. Hast du ein schwarzes Kabel? Ja, 2 Stück. Ist das letzte Kabel ein schwarzes? Ja. Ist die Seriennummer, ist die letzte Nummer, ist die gleich oder ungleich? Seriennummer, die ist ungleich. Okay, warte mal. Dann durchschneiden Sie bitte das 4. Kabel. Ist richtig gewesen. Okay, weiter. Ich guck mal nochmal. Okay, wir machen jetzt kyrillische Zeichen. Okay. Ein Schweinekringelschwanz würde ich es mal nennen. Weißt du, wie CO, so hab sieht ich, das ja. ein bisschen aus. Mhm. Dann sieht aus wie ein R mit so einem kleinen Haken, wobei die linke Seite vom R nicht existent ist. Oder eine 3, wo unten abgefressen ist. So, ein bisschen abgeknickt nach rechts. Wie eine 3. Ne, es sieht eher aus wie eine schöne Serifen 3, wo unten der Teil von der 3 so weggerissen ist nach rechts. Warte. Ja, hab ich. Okay. Ein Cäsar, ein Copyright. Ja. Und Stern. Und Stern. Bitte das Cäsar zuerst. Ja. Kringel. Ja. 3. Ja. Und Stern. Okay, passt. Nochmal okay. Das Ganze, kyrillisch. Mhm. AE, so ineinander geklebt. Hab ich. Schrägstrich, der mit 2 Doppelstrichen, eine Hantel sozusagen. Ja. Ein Omega. Und ein jüdischer Kerzenständer oder sowas. Weißt du, was ich meine? So, ja, wie so eine Forke. Also bitte einmal die Hantel. Die Hantel, ja. Das AE. Ja. Kerzenständer. Ja, okay, Omega. Passt. Super. Weiter. Jetzt haben wir nur noch das Button-Prinzip, ne? Wo wir das letzte Mal gescheitert sind. Okay. Beide Buttons sind gelb und einer hat Abort, der andere hat Hold drauf. Okay. Ist das vielleicht mit Abort und Hold die Geschichte, dass ich jetzt halten muss? Warte mal. Oder dann loslassen? Nehmen wir erstmal den, wo nicht Abort draufsteht. Ja, okay. Den Hold-Button. Und drücke ihn mal. Lass noch nicht los und sag mir, welche Farbe blinkt. Blau. Blau. Dann probier mal, wenn der Timer eine 4 in der Ziffer hat. Okay, war gerade vorbei. Bitte. 9, 8, 6, 5, 4. Aber richtig, okay. Jetzt der Abort-Button. Abort. Abort-Button. Selbes Prinzip, wir probieren nochmal dasselbe Prinzip. Drück und sag mir, welche Zahl. Blau, wieder. Wieder blau, probier nochmal die 4 bitte. Ja. Aber richtig. Gut. Sehr gut. Ist das Abort und das Hold vielleicht egal oder unterscheidet sich das? Kommt auf die Farbe drauf an. Und bei manchen Buttons kommt dann nochmal drauf an, die Farbe und was draufsteht. Beim Gelben ist es, soweit ich das jetzt verstanden habe, egal. Da geht es nur drauf, was für eine Zahl dann blinkt. Okay, dann kann ich mir merken, Gelb kann ich direkt draufdrücken und dir die Farbe sagen. Okay. Gut, continue. Wir sind wieder gleich im Hauptmenü. Das ist echt spannend. Mhm, finde ich auch. Und ich habe hier ja nur eine PDF-Datei. Ja. Und alles auf Englisch, Leute. Das ist echt so einfach manchmal. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine deutsche Anleitung. Oder jemand übersetzt die. Das dürfte beim PDF ja eigentlich nicht das Problem sein. Okay, do not close. Okay, die nächste Bombe nennt sich One Step Up. Also geht eins weiter. For those who have made it so far, I want something tougher, but now
But not too tough. Also praktisch die... schwierig, aber nicht zu schwierig. Genau, mit 4 Modulen und 3 Strikes. Und wir freuen uns drauf und drücken Start. Fahrstuhlmusik. Ja, ich weiß, der Screen ist nicht für mich bestimmt. Jetzt gucken Sie nicht hin. Okay, ich habe die Bombe in der Hand. Wir haben 5 Minuten. Das Licht ist noch nicht an. Ich kann dir nichts sagen. Wir fangen mit den simplen Sachen an. Wenn was Neues kommt, nehmen wir das dann. Okay. Okay, Simon Says. Ja? Okay, Simon Says. Wir fangen erstmal an. Wir haben keine Strikes, ne? Genau. Hat die Seriennummer? Hat die ein Vokal oder nicht? Ein Vokal. Das war IU. Nein. Hat kein Vokal. Okay, was leuchtet? Rot. Dann drück bitte einmal den blauen Button. Hab ich. Jetzt ist rot. Gelb. Rot-gelb. Dann blau-rot. Hab ich. Rot-gelb-rot. Blau-rot-blau. Hab ich. Rot-gelb-rot-grün. Dann blau-rot-blau-grün. Hab ich. Rot-gelb. Rot, grün, blau. Blau. Ja. Rot. Ja. Blau. Ja. Grün. Und dann? Gelb. Ja, ist richtig. Okay, war richtig. Okay, weiter. Push the button. Push the button. Ein roter Knopf. Ein Press. Roter Knopf mit Press. Warte mal. Ich gucke. Roter Knopf mit Press. Aha. Spannungsmusik. Hast du, wie viel hast du Batterien an der Bombe? Ja, ein Doppelpack. 2 kleine AA nebeneinander. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber die sitzen noch an einer Stelle. Okay. Ja. Wir müssen es probieren. Drück und lassen. Sag mir, welche Farbe blinkt. Gelb. Dann drück bei 5. Okay, jetzt muss ich warten. Richtig. Okay, weiter. Kabelprinzip. Okay, 5 Kabel. 5 Kabel hast du. Hast du ein schwarzes? Ja, 1. Ist das letzte Kabel ein schwarzes? Nein. Hast du ein rotes? Ja, das letzte. Ein rotes. Hast du mehr als ein gelbes? Ja, 3 Stück. Dann drück bitte einmal das erste Kabel durchschneiden. Habe ich, ist grün geworden. Okay, weiter. Okay, jetzt haben wir nur noch ein Modul, das ist neu. Oben steht ein You are und dann sind unten 6 mögliche Antworten. Okay, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was steht oben? You are? Oder you are. You are. Apostroph? Nee, ohne. You are. Also you are. 6 Buchstaben insgesamt, aber 2 Worte. You are. Was steht denn unten rechts? Okay. Also ausgeschrieben. O-K-A-Y. Hast du ein your? Nein. Ein next? Nein. Ein like? Nein. Nein. Also uhu. Nein. What? Nein. No wait habe ich nur. Hast du ein done? Nein. Ein uu. Nein. Hold. Nein. Warte mal, lese mir mal vor, was du hast. Press, middle, right, wait, left, okay. Press, middle, right, wait, left, okay. You are steht oben, rechts unten habe ich okay stehen. Um eine Minute. Ah, warte mal, nee, ich hab's. Warte mal, drück mal unten rechts das erstmal. Rot. Also war falsch. Okay, first steht oben. Ah, nee, warte, jetzt hab ich's. Was steht oben? First. First. Okay, was steht oben rechts? You are, ohne Apostroph, in 2 Worten, wie eben. You are. Wir haben 30 Sekunden. Was hast du? Hast du your? Nein. Next? Nein. Like? Ja, drücken. Hab ich, ja. Hat gepasst. Oben steht
Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. See, wie der See. See, See, warte. 12 Sekunden, 10, 9. Mit EE, ne? Ja. Unten rechts, was steht unten rechts? What, Fragezeichen. What, Fragezeichen. Explodieren, ich explodiere. Was hast du, you hold me now? Ich hab's kapiert. Okay. Wie es funktioniert. Oh nein, ich bin explodiert. Ich kann nicht sterben. Aber ich hab's kapiert jetzt, wie es geht. Okay, retry. Eieiei. Okay, Licht ist noch aus, 5 Minuten. Okay, wir fangen an. Ach du Scheiße, wieder was Neues. Wir fangen mit dem Button-Prinzip an. Okay, was für einen Button hast du? Einen blauen Button mit Detonate steht drauf. Hast du eine Batterie? Oder hast du mehr wie eine Batterie an der Bombe? Ja. 3. Drück und lass wieder sofort los. Okay. Ist richtig gewesen. Okay. Kyrillische Zeichen. Okay. Okay, ein E umgedreht, also mit dem Punkten? Strich, ne, mit Punkten, ja. Ein Stern, ein Fragezeichen umgedreht und ein O mit Strich nach unten. Okay, das E? Ja. O? Ja. Stern? Ja, und Fragezeichen. Alles klar, hat gepasst. Aber haben wir nur 4 Module? Wir waren nur 4 Module, gell? Okay. Bob ist auch dabei. Hier steht Bob drauf. Oh Gott, wir können explodieren. Okay, wir machen wieder das Prinzip mit dem Oszillografen. Oben eine Zahl und unten 4 Stück. Weißt du, wo wir uns merken müssen und so weiter. Also, 2 habe ich oben. Du hast eine 2. Dann drück den zweiten. Ja, ist eine 2. Mhm, schreibe ich mir auf. Was steht? 3. Erste Position, bitte. Eine 1. Ja. Eine 3. Dritte Position, bitte. Ist wieder eine 1. Und oben steht eine 2. Die erste Position? 2. Das war eine 2. Und oben steht jetzt eine 3. Oben steht eine 3. Was hast du eben für eine Zahl gedrückt? 2. Bitte wieder die 2. Ja, ist richtig, haben wir geschafft. So, jetzt was Neues. Sieht aus wie ganz viele Pünktchen, also wie soll man das sagen? 6x6 Punkte. 2 davon sind eingekringelt. Und ich sehe ein kleines rotes Dreieck und einen weißen Punkt. Also es wird so 2 Kringeln. 6x6 Felder. Oder 6x6 Punkte. Das ist das Labyrinth. Ja. Ich kann praktisch irgendwas steuern mit links und rechts, sehe ich das. Im Zweifelsfall bin ich das rote Dreieck und muss zum Weißen hin, könnte ich mir vorstellen. Oh shit. Könnte auch der Weiße sein. Ich kann ja also wahrscheinlich... Warte mal, du musst mir im Prinzip genau erklären, wo deine gekringelten Punkte sind. Okay, da wir oben 6 haben, unten 6, ich sage immer 1 bis 6, ja, ich sag dir immer die Zahlen. Also, wir fangen links oben an, ganz links oben, praktisch auf Position 1 ist ein Kringel. Ja? Mhm. Und der zweite Kringel ist praktisch auf Position 4 direkt darunter. Also wenn oben waagrecht nach unten, also 1,4, kann man sozusagen. Dann geh einfach. Musst du irgendwas drücken, um zu aktivieren? Ich muss mit Pfeilen steuern. Okay. Also du. Also ich kann jetzt steuern mit Pfeilen. Du weißt jetzt nicht, wo deine Startposition ist. Ich bin auf immer waagrecht, dann senkrecht. Ich bin praktisch auf 4,4. Praktisch auf der Höhe von dem mittleren Kreis. 4. Mhm. Okay. Einmal eins, also ich sag immer nur rechts. Ja. Ah, ich bin der weiße Punkt. Okay, pass auf. Ich bin der weiße Punkt. Ich bin ganz links unten gestartet. Auf 6, 1. 1, 6, so. Okay, nach oben? Ja. Oh, falsch. Nach oben ging nicht. Ah, du bist schon eins nach rechts gegangen, gell? Ja, genau, ja. Ah, falsch, okay. Wo bist du jetzt? Praktisch eins nach rechts gegangen immer noch. Dann einmal nach links. Ja. Nach oben. Ja. Nach oben. Ja. Ganz nach oben. Ganz nach oben durch. Ganz nach oben durch. Bin ich? Müsste fertig sein. Nee, ist noch nicht. Ich muss ja wahrscheinlich zum roten Dreieck hin, auf die 4,4. Ach, natürlich. Du bist jetzt ganz oben, ne? Ja, ganz oben links, ja. Rechts? Ja. Unten? Ja. Unten? Ja. Rechts? Ja. Hoch? Ja. Rechts? Ja. Rechts? Ja. Rechts? Ja. Du bist jetzt ganz rechts, ne? Ganz rechts, zweite Position. Also zweit von oben, ja. Dann 2 nach unten? Ja, bin ich.
Links? Ja. Links. Ah, oh. Noch 20 Sekunden waren übrig. Aber eiskalt kalkuliert, die Bombe entschärft, dank Bob Squad. Ja, ich muss nämlich anhand von den Punkten, ich habe hier verschiedenste Labyrinthe. Mhm. Und da muss ich dich quasi durchnavigieren. Ah, verstehe. Also Fakt ist, der weiße ist der Startpunkt und rot ist das Ziel, das kann man sich merken. Genau, und die eingeklingelten Punkte sind für mich wichtig, damit ich das Labyrinth auswählen kann, durch welches ich dich navigieren muss. Okay, verstehe. Ja, cool. Okay. Ja gut, dann sind wir auch am Ende einer Folge. Ich drücke mal Continue und wir gehen mal ins Hauptmenü zurück. Ich finde es sehr spannend. Ne? Mir schwitzen ein bisschen die Hände, weil ich sehe so rechts, wenn die Zeit gerade in diesen... Am Anfang laufen hier nur einzelne Sekunden runter und wenn der dann ich so... Ich sehe das ja nicht. Dann so, da geht die Zeit runter, dann bist du schon ein bisschen hibbelig. Ich sehe ja nicht, wie viel Zeit schon verstrichen ist. Das ist ja das. Du musst mir dann immer rechtzeitig sagen, so, genau. Mach mal hin. Ne? Wir haben nur noch eine Minute oder so. Ja. Aber es ist sehr geil. Also ich... Das Spielprinzip macht mir unglaublich viel Spaß. Finde ich auch. Also ich finde, glaube ich, für einen Livestream ist es noch spannender, weil dann der Chat wahrscheinlich durchdreht und sagt, nein, ich habe doch das Bomb-Manual gelesen. Ja, und werden das wahrscheinlich alle schon auswendig kennen. Ja, ja, genau, richtig. Aber darf man natürlich nicht darauf achten. Da muss man sich als Bombenschärfer auf seinen Mitstreiter verlassen, der das einem erklärt. Ja, ich würde sagen, fantastische Fahrstuhlmusik. Ich finde, für ein Angezockt soll es erstmal reichen. So zwei Folgen macht einen ganz guten Ersteindruck. Für mich das Livestream-Spiel Nonplusultra, ja. Also, ihr könnt mir einfach eure Meinung in die Kommentare schreiben und wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann vielleicht im Livestream oder vielleicht sogar noch eine weitere Folge, weiß ich nicht. Ich bin jetzt erstmal so, dass ich denke, zwei Teile müssen reichen. Also hier von Bomb Squad. Übersicht, man hat den Eindruck, wie läuft das Ganze ab. Der andere muss das Manual lesen. Ihr könnt ja selber mal auf bombmanual.com gehen und könnt euch das Ganze mal angucken. Da habt ihr einen kleinen Ersteindruck. Aber macht es am besten nicht, wenn ihr selber das mit euren Freunden spielen wollt und da euch überraschen lassen wollt. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Entwickler, dass sie uns hier die Keys zur Verfügung gestellt haben. Und wir sehen uns beim nächsten Angezockt wieder. Und danke an meinen Mitstreiter, Herr Cocaine. Gerne doch. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.